Ciao. Ciao miteinander. Arthur Flückiger, 38 Jahre alt, seit 17 Jahren Brandwächter. Er ist gerade auf dem Weg zu seiner Arbeit und wir wollen jetzt einmal seinen Tagesablauf zusammen verfolgen. In der Eingangshalle der Brandwache hängt die grosse Tafel, wo eingeteilt ist, wer Dienst hat und für welches Feuerwehrauto also eingeteilt ist. Gut, wahrscheinlich. Herr Flückiger, seine Aufgabe ist es, jetzt seinen Kollegen abzulösen, der in den vergangenen 24 Stunden den Platz auf dem Löschzug besetzt hat. Haben Sie etwas gehabt? Ja, Zimmerbrand haben wir gehabt, der Badener Straße. Hoffentlich geht es weiter. Ja. Du kannst ja jetzt mal laden. Ah ja, jetzt gar nichts. Gut. Ciao, cool. Ciao, Toni. Der Uniformrock, der Feuerwehrhelm, der Gurt, die Gasmaske, das alles liegt ständig auf dem Wagen parat, damit nicht unnötig Zeit mit Zusammenpacken verloren wird. Erik Karl, Hadeke Kurt, Bebe Marcel, Dud Karl, Meier Kurt, Marti Heinz, Vogel Walter, Telefon, Kohler Josef. Hier. Wir gehen uns in Hölzli über den Turm. Straße 81, wo wir noch Wiener Schwarm holen. So? Etwa 2 Meter an einem Bäumchen. Ja, dann nehmen wir den auch gerade zusammen. Wir haben noch mehr. Ja. Doppelhofstrasse. Jetzt war gerade 80. Der Tagesbefehl der hat heute Turnen vorgesehen. Der Feuerwehrmann muss natürlich in guter Form sein, muss gesund sein, trainiert sein für seine Kletterarbeit, denn Angst hat, das geht hier nicht. Und in dieser Zeit, wo die anderen beim Turnen in die Schweiz kommen, wir haben 2 Telefonzentralen hieten, denn wo immer Feuerwehrleute sind, müssen sie schnell erreichbar sein und in kürzester Zeit einsatzbereit. Jetzt hast du wieder viele Bienen gehabt. Ja, gestern hat es immer gehabt. Feuerwehr Zürich. Grüezi. Zum Auto. Wo ist das? Kreuzstrasse. 26 Autobrand. Ist gut, es kommt gerade jemand vorbei. Merci vielmals. Jede Strasse in der Stadt hat hier ihre eigene Karte. Auf deren ist der beste und kürzeste Weg von der Brandwachhaus eingezeichnet. Und diese Karte kriegt dann alleweil der Einsatzchef, der vorne gerade neben dem Chauffeur sitzt. Achtung, Krialan, Autobrand, Kreuzstrasse 26. Lichtsignale in der nächsten Umgebung die können extra für die Feuerwehr auf grün geschaltet werden mit diesem Gerät. Per Telefon wird die Polizei informiert und der Zeiger hier zeigt an, wenn die Feuerwehr freie Fahrt hat. Autobrand. Ja.
Der Schwerpunkt der heutigen Übung ist gleichzeitig retten und den Löschangriff einleiten. Wir haben eine Brandannahme, Brandausbruch im ersten Boden, mit einem Feuerverbreitungstreppenhaus auf und oben raus starke Rauchentwicklung, sodass den Leuten im Haus innen der Fluchtweg abgeschnitten ist. Wir machen auf der Stirnseite im vierten Boden eine Rettung von einer nicht steigfähigen Person. Wir setzen also die Drehleiter ein mit dem Korb. Nach dem Turnen gibt es laut Tagesbefehl Löschübung. Das sind Übungen mit dem Löschzug oder, wie das fachmännisch heisst, Bedienung der Aufbauten. Wenn ihr hier die 30 Meter hohe Leiter mit dem sogenannten Rettungskorb sehen, so fragen wir euch sicher, wie kommen denn Leute aus einem brennenden Hochhaus raus, wo halb vielleicht höher ist als 30 Meter? Nein, noch längere Leitern, das gibt es gar nicht. Sie wären nämlich viel zu umständlich zum Transportieren. Man braucht ja extra einen Sattelschlepper dazu. Wenn ihr aber in einem Hochhaus wohnt, so braucht ihr jetzt trotzdem keine Angst zu haben. Die Feuerpolizei bei uns ist sehr streng und Hochhäuser sind heute so gebaut, dass ein Wohnungsbrand nicht auf andere Wohnungen übergreifen kann. Und zudem muss es in jedem Stockwerk einen hauseigenen Wasseranschluss für die Schläuche geben. Übrigens, wenn es einmal in so einem Haus brennt, dann darf niemand den Lift benutzen, auch die Feuerwehrleute nicht. Auf der Strassenseite, im dritten Boden, eine Rettung von einer Steg unsicheren Person mit der Handschiebleiter. Dann brauchen wir Gasschutzgerät und erstellen mit einer Leitung in den ersten Boden. Hier werden jetzt Gasmasken und Atemschutzgerät ausprobiert. Um nämlich nicht zu versticken, um keinen giftigen Rauch oder giftige Gas einzuatmen, tragen die Feuerwehrleute sozusagen saubere Luft in einer Art Flasche auf ihrem Rücken. All das passiert in speziellen Brandhäusern, Probierhäusern, wo die Feuerwehrleute ewigshalber kleinere Brände bekämpfen und Rauch, den sie zuerst absichtlich verursachen. Am 12 Uhr ist Mittagessen. Aber auch nur dann, wenn nicht gerade Alarm geschlagen wird. Tja, und wie man jetzt Feuerwehrmann wird, werden wir wissen. Genau kann man das nachlesen im Informationsblatt zur Einstellung als Brandwächter. Auf alle Fälle kann man das erst werden, wenn man 20 gesehen ist. Ein Feuerwehrmann muss eine robuste Gesundheit haben und unter anderem eine abgeschlossene Berufslehre. Achtung, großer Wagen, immer Brand, gerade in der Straße. Thank you.
ersten Lösung vom Einsatz zurück. Da haben wir Rundfunk. Das Tanklöschfahrzeug. Drehleiter. Aus drei Wegen besteht also der grosse Löschzug. Der sogenannte Löschkombi erwiegt 13 Tonnen und 6 Leute haben auf dem Platz. Zum Löschen führt er 750 Kilo Staub mit sich und 1000 Liter Schaumextrakt. Daneben gibt es noch den Tanklöschwagen, auch mit 6 Leuten und mit einem Tank von sogar 2400 Liter Wasser und Schläuchen, die aneinandergereiht den ganzen Kilometer lang sind. Und dann gibt es noch das dritte Fahrzeug mit der Dreileiter und auch 4 bis 5 Leute. Da haben wir den Pionierwagen. Der Pionierwagen rückt zusammen mit dem sogenannten Gleialarm oder dem grossen Löschzug aus. Für Verkehrsunfälle, für Lift- und Betriebsunfälle und bei Sturmschäden wird er mitgenommen. Da ist Stromaggregat, Seil, Trennscheiben zum Verschneiden von verunfallten Autos, Kettensägen für umgestürzte Bäume, Holzbalken zum Abstützen, Absperrseil, Werkzeug, Schweißanlagen und ein Kran. Da ist der Gleialarm. Es gibt natürlich manchmal auch kleinere Brände, zum Beispiel Autobrände, Kaminbrände. Ein Unfall wie zum Beispiel ein steckengebliebener Lift, wo der Grosslöschzug mit seinen drei Wegen nicht gebraucht wird. Dann rückt der Gleialarm mit nur 5 Leuten aus. Der dreht dann 2000 Liter Wasser zum Unglücksort, fast eine Kilometerlänge von Schläuchen, die Handfeuerlöscher, Atemschutzgeräte und Schaumkanister. Und jetzt gehen wir in den Revisionsraum. Um den ganzen Fuhrpark in Ordnung zu halten, braucht es einen Haufen Arbeit. Die Wege in eine Garage zur Wartung zu geben, das kommt für die Feuerwehr viel zu teuer. Sie ist darum selbst Versorger. Und das heisst, dass man besonders gerne Feuerwehrleute einstellt mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Automechaniker oder Karosserieschlosser, als Autolackierer oder Autosattler, Mechaniker, Schlosser, Maschinenschlosser. Und wenn dann die Feuerwehrleute nicht im Einsatz sind, so üben sie in der Brandwache ihren ehemaligen Beruf aus. Praktisch das. Schlauchwäscherei. Schlauchflickerei. Das ist der Gasschutzraum. Da werden die Atemschutzgeräte repariert und revidiert. Bei den Übungen vorher haben wir Geräte gesehen, die für die Feuerwehr mal lebenswichtig sind. Gasmasken zum Beispiel und Atemschutzgeräte. Sie werden, wie übrigens auch die Schläuche, nach jedem Einsatz kontrolliert und frisch parat gestellt. Werkstatt. Da haben wir die Spenglerei. Und da hinten ist die Schlosserei. Wagnerei, Maschinenpark. Das ist die Schneiderei. Jetzt gehen wir in die Schuhmacherei, Sattlerei. Das ist der Schuhmacher. Und mich müsst ihr entschuldigen, ich muss heute meine Arbeit auch fertig machen.
Die normale Feuerwehrlaufbahn. Nach einer kurzen Rekrutenzeit ist ein 5 Jahre lang Brandwächter, dann wieder Gefreiter, später Korporal und schließlich Wachtmeister. Die Männer reden sich aber nie so wie im Militärdienst an, sondern natürlich ohne Rangbezeichnung. Nach dem Tagesbefehl vom 2 bis am 5 Uhr Mittag werden die Werkstattarbeiten gemacht und nach der 5 Uhr, dann ist frei. Freizeit im Dienst allerdings heisst nicht richtige Freizeit haben. Ein Feuerwehrmann kann nicht spazieren gehen oder einkaufen oder im Kaffee eins trinken. Er muss nämlich alleweil parat sein, falls der Alarm läutet. Die Dienstzeit pro Woche beträgt im Durchschnitt 67,5 Stunden. Das ist die Arbeits- und Präsenzzeit auf der Wache. Dazu gehören allbald auch Nachtschichten. Also Feuerwehrleute sind sehr viel von ihrer Familie getrennt. Am 8. ist Appell. Wir haben jetzt den ganzen Tagesablauf vom 8-Uhr-Flüggiger verfolgt. In der Zwischenzeit sind ein paar andere Feuerwehrleute zur Einsatz gefahren, die auch zur Arbeit der Feuerwehr zählen. Der gefreite Hans Seifert, er hat zum Beispiel einen Bienenschwarm einfangen. Der Korporal Max Riffel hat ein junges Mädchen aus einem steckengebliebenen Lift befreit. Ist alles frei in der Kabine? Gehen Sie bitte Ruhe bewahren und wir gehen Sie jetzt gerade mit der Kabine rausziehen. Manesse 8-4, 8-3 antworten. Manesse 8-3, 8-4, verstanden, antworten. Verstanden, gehen Sie bitte die Maschine ausschalten und mit der Kabine. Verstanden, wir haben ausgeschaltet, wir ziehen die Kabine einen Meter hoch. Antworten. Richtig verstanden, so. Gehen Sie uns vielleicht zeigen ein bisschen voran, bevor Sie hier oben sind. Ja. Achtung, Manesse 4. Achtung, stopp! Einmal. Bitte. Sind Sie lang drin? Ja, etwa 20 Minuten. Einfach hier hochgefahren und plötzlich ist die Kabine stehen geblieben. Brandwächter Lichti. Hier. Der Brandwächter Samuel Lichti ist mit dem Kleinalarm zu einem verunfallten Auto gefahren, das in Brandgroten ist. Brennendes Benzin oder Öl kann nicht mit Wasser gelöscht werden, da wird Staub oder Schaum dazu gebraucht. Der gefreite Alfred Mäder ist zum Fehlalarm ausgerückt. Eine automatische Feuermeldeanlage, die mit der Wache verbunden ist, ist aus Versehen ausgelöst worden. Auch das gibt es. Gut, gang du mal mit dem Hausrat die Heizung aber schauen.
Ah, Sie sind das? Haben Sie nicht gewusst, dass wir hier eine automatische Feuermeldeanlage haben? Na doch, aber ich habe nicht dran gedacht. Bis um 10:30 in der Nacht ist noch einmal sogenannte Freizeit, also Präsenzzeit. Dann aber steht auf dem Tagesbefehl endgültig Lichter löschen. Jeder Feuerwehrmann hat auf der Brandwache seinen eigenen Platz im Waschraum und sein eigenes Bett. Brandwachfeuerwehr Zürich. An der Käferholzstrasse. Und können Sie mir die Nummer sagen? 161 Käferholzstrasse. Und können Sie mir sagen, was brennt? Ein Dachstockbrand. Wie ist Ihr Name? Herr Keller, wir rücken sofort aus. 8. Grossalarm. Käferholzstrasse 161, Dachstockbrand. Die Türme im Ansatz sind ziemlich gross,
sodass er in den obersten Stock kommen kann, lange mit den Händen, wenn jemand dort oben nicht die Stege drauf kann, weil die Stege brennt. Ein Feuerwehrmann muss schwindelfrei sein, wenn er auf die Leiter rauf muss, darf er nicht. Kommt er nicht, dass es ihm nachher schwindelig wird. Könnte er kein Feuerwehrmann sein. Ein Feuerwehrmann muss ziemlich stark sein, sonst könnt er die Verletzten nicht oben tragen. Ein Feuerwehrmann sollte einen starken Helm haben. Nicht, dass er, wenn er etwas fest auf den Kopf fällt, dass er so fest spürt, dass er gerade auch ist, dass er samt dem, der oben runterkommt, runterfällt. Er sollte ein bisschen ärztlich ausgebildet sein, wenn es Verletzungen gibt. Ich finde das, was Daniel Vera gesagt hat, nicht so ganz recht. Wenn jemand verletzt ist, kommt ja nachher eigentlich das Krankenauto. Ja, aber wenn dann vielleicht ist das Krankenauto mal zu spät zu erstellen. Und dann ist es gut, wenn der Feuerwehrmann etwas weiss, wie man jemanden verbindet. Ja, ein bisschen etwas versteht vom Feuerlöschen. Also ich meine, mit den verschiedenen chemischen Stoffen, die das Feuer löscht, er sollte ja wissen, ob sie jetzt giftig sind oder... Finde ein Feuerwehrmann muss eine Kleidung haben, die nicht so schnell von den Flammen angegriffen wird. Sonst, wenn nämlich eine Flamme mal ausschlagen könnte, sei, dass die Kleidung schnell verbrennt.